Wir schauen zurück ins 13. Jahrhundert. Das genaue Jahr kann man nicht mehr so sagen. Es ist nämlich schon ein Zeitchen her. In Uri, Schweiz und Unterwalden, konnte man ein schönes Leben führen. Es war zwar streng, aber die Leute waren zufrieden. Die Bauern haben die Felder bewirtschaftet, das Vieh grossgezogen und damit die Familie ernährt. Auch die Handwerker haben dazu beigetragen, dass das Dorfleben schön, glücklich und zufrieden ist. Sie haben Sachen repariert, da und dort dann auch mal einen Wagen neu gemacht und haben halt auch bei den Häusern viele Sachen können flicken. So hat man zum Beispiel auch mit Holz ganz gut neue Häuser können bauen. Vielleicht für eine zweite Generation oder eine dritte Generation. Die Frauen haben die Männer unterstützt, die sie nur können. Es hat zwar das Waschen, das Kochen und auf die Kinder schauen dazugehört, aber überall, wo man eine zusätzliche Hand gebraucht hat, konnte man auf die Frauen zählen. Das Leben in den Dörfern hat sich jedoch rasant geändert. Die Habsburger sind eingedrungen und verlangen die Steuern. Ich habe Hunger! Was gibt es, Sachte? Sei ein Eisbrei zu essen. Hier bist du gross und stark. So, Vater, wie war es auf dem Feld heute? Ja, echt gut. Das ist schönes Wetter ist draußen, oder? Aber die Uhren sage ich, muss ich wieder mal schleifen. Du, die hauen nicht mehr. Aber nicht mehr. Und wie sollte ich den Vorrat, oder? Da, die Familie durchfüttern, oder? Kommen die Habsburger jedes Mal wieder da die Vorräte reinhauen, oder? Ja, du hast kein Eisbrei. Das ist einfach Horror, oder? Wo wäre ich jetzt da, sagst du? Ja, was ist? Sag mal, wir können die wöchentliche Steuer gut eintreiben. So, schau ich jetzt. Lass uns euren Anteil. Ja, aber nein, habt ihr Barsch? Lass uns euren Anteil. Händer, Barmen, das ist ein Sack Vorrat. Wir brauchen. Lass mal hängen, ne? Wir müssen den ganzen Winter durchkommen. Nachdem die Habsburger bei jedem Bewohner so viel Steuern verlangt hat, dass sie selber kaum etwas essen konnten, hat sich der in den Dörfern die Bewohner zusammengetan und haben ihr Leid im Dorfältesten angebracht. Ganz ruhig! Beruhigt euch! Was wollt ihr mir sagen? Die Habsburger mit ihren Scheißsteuern! Die nehmen jetzt das ganze Hab und Gut! Wir haben nichts mehr zum Überleben und nehmen etwas dagegen! Ja! Ruhig! Ist gut! Ich hocke mit diesen Dorfältesten zusammen! Wir überlegen unseren Plan und geben euch den Bescheid! Ja! Ganz ruhig! Nachdem die Klagen der Dorfbewohner beim Dorfältesten von Uri angekommen sind, hat er sich Zeit genommen und das Dorfälteste von Schweiz und Unterwalden für eine Zusammenkunft eingeladen. Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt sind. Wir wissen ja schon ein bisschen, um was es geht. Und zwar die Habsburger bei uns im Urnenland und uns durch ihre Steuern komplett ausbeutet. Die Lager sind alle leer. Sonst, wir haben fast keine Lebensmittel mehr. Die Leute verhungern fast. Ja, bei uns im Kanton der Schweiz ist es auch nicht anders. Das Obst ist weg, das Getreide ist weg. Wird auch langsam knapp, ja? Ja, bei uns ist es das ist nicht besser. Wir haben nur noch drei Röste. Das restliche Vieh haben sie uns alles genommen. Ja, aber dagegen müssen wir etwas machen. Das Volk bei mir im Urnenland. Zu mir kam und hat mich um Hilfe gefragt. Er sagte, ich soll etwas dagegen unternehmen mit euch zusammen. Ja, das stimmt. Ja, wenn wir genug Mahlplatz bringen, wäre super, ja? Ja, aber bei uns Unterwald sind die Leute nach dem Ding gesehen. Ja, aber dann bräuchten wir einen guten Plan und vor allem bräuchten wir Hilfe von irgendwo. Ja, von wo bekommst du Hilfe? Nach einem gemütlichen Diskutieren hat man dann schnell gemerkt, dass ein Argumentieren daraus geworden ist. Niemand hat auf den anderen gehört. Und jeder hat gemeint, er hat die beste Idee
um gegen die Habsburger anzukommen. Schlussendlich konnte man sich einigen und hat sich miteinander einen Plan ausgedacht. Man verspricht sich, dass man bis am 5. Juli so viele Leute wie möglich zusammentrommelt und sich in Wettis trifft. So damit machen sich die drei Dorfältesten wieder auf den Heimweg. Perfekt, hat sich unser Treffen heute rendiert und wir haben eine gute Lösung für unser Problem gefunden. Jawohl, wenn jeder Kanton alle Leute aufbietet, die er kann, alle, die er mögen, ich glaube, dann kommt das sehr gut. Ja, ich würde sagen, das Cheatschen ist, wenn wir alle die Boote losschicken. So können wir am meisten Leute. So machen wir es, ja, das ist eine gute Jawohl. Idee. Sehr gut. Ja, also, gut. Wir hören sich. Geben wir uns auf den Weg. Jetzt sind wir angewiesen auf euch. Meldet euch an und kommt mit der Jubla Dietwil ins Sommerlager.